Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr wisst, könnt ihr uns auf so ziemlich jedem Social Media Kanal folgen, den ihr so auf dieser Welt findet. Wenn ihr nicht genau wisst, welche und wie wir dort hassen, schaut es einfach auf der Webseite nach bei uns oder schaut es einfach bei Steady und Patreon nach, weil da könnt ihr uns ein bisschen Geld auch in den Beutel schmeißen. Geht's auf iTunes und Spotify, da könnt ihr uns erstens abonnieren, zweitens 5 Sterne geben und drittens eine coole Review schreiben. Und wenn ihr neben unserem Gelaber gerne noch was zum Gelesen haben wollt, dann nehmt euch das Trailrunning Szene Magazin, abonniert das gleich einmal, weil dort findet ihr nämlich eigentlich immer ganz geile Geschichten und ihr findet auch coole Fotos dazu. Eine Geschichte in dem nächsten Magazin, also in dem heute erscheinenden Magazin am 11.02. ist über die Esther Fellhofer. Die kennt ihr vielleicht noch nicht, wenn nicht, solltet ihr aber sie kennenlernen, weil sie ist meistens dort, wo vorne ist, wenn es längere Distanzen sind. Und wir haben das große Glück und die große Ehre, sie bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sind der Flo. Hi Flo. Servus. Und wir sind in dem Fall die Esther. Hallo Esther. Hallo. Ja, und dann sage ich mal, lasst uns gleich reinstarten. Ja. Also du laufst ja noch gar nicht so lang und bist du relativ schnell. Wie hat es dich dann gepackt, das Laufen? Wie hast du angefangen? Warum gerade laufen? Ja, das ist eine lange Geschichte und eigentlich hat es zwei ausschlaggebende Erlebnisse gegeben, wo ich dann gesagt habe, jetzt muss ich was tun. Und zwar, das erste war, ich bin ja nach Tirol gezogen, wegen der Arbeit, und bin dann da und so zu so einer Laufgruppe gegangen, war aber eigentlich ein Sportmuffel. Also mir hat es eigentlich hat es mich gar nicht so gefreut. Aber bin dann mit einem Kollegen mitgegangen und ja, ist ein total netter Verein und es gibt verschiedene Tempogruppen und alles super, aber ich war einfach nicht vom Kopf her nicht bereit, dann waren die Füße nicht bereit und ich war ja untrainiert und deswegen hat das für mich keinen Spaß gemacht und ich glaube die anderen auch nicht, die mich dann zu Fuß begleiten haben müssen, wenn ich überall gehen habe müssen, wo die anderen gelaufen sind. Und irgendwie war das einfach, da habe ich gesagt, nein, ich tue jetzt lieber für mich daheim allein trainieren und irgendwann komme ich wieder und laufe dann mit, wenn es mir mehr Spaß macht. Das war mir das Erste. Ja, ich finde, Laufen ist ein relativ undankbarer Sport zum Anfangen, oder? Ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der die erste Laufrunde gedreht und sagt, das ist genau mein Sport und lass mich bitte genau 80 Kilometer laufen. Ja, genau, das so war es ungefähr. Und ich habe mir gedacht, nein, das interessiert mich nicht. Ich habe es zweimal probiert und ich habe mir gedacht, nein, der Arme, der da mit mir hinten gehen muss und ich komm, es geht einfach nicht. Ich mag nicht, mich freut es nicht. Und ich trainiere jetzt so, ich mache ein bisschen Krafttraining oder was und mache ein paar kleine Runden bei mir und irgendwann komme ich einfach wieder zurück. Wann war denn das? Das war mir das Erste. Das war Ende 2016. Okay, das ist jetzt auch nicht so lang her. Nein, eigentlich eh noch nicht. Und ja, und dann habe ich mir mit einer Freundin halt einbüt, wir machen jetzt einfach mal ohne Training natürlich bei Wien rund um und um mit. Weil es ist ja überhaupt kein Problem, 130 Kilometer ist ja nur gehen. Ist ja jetzt nicht, warum nicht? Und alle haben gesagt, ihr seid es komplett wahnsinnig. Beide untrainiert und haben gesagt, ja, aber das ist ja nicht laufen, das ist ja nur gehen. Das wird ja wohl kein Problem sein. Ja, es war ziemlich eine dumme, naive Idee, weil wir sind halt nach 42 Kilometern, so sind wir halt einfach eingegangen, aber richtig eingegangen. Und sind dann dort, haben uns einfach mit dem Taxi heimfahren lassen und haben gesagt, aus, geht nicht mehr. Und ja, haben aber dann, also ich glaube, ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt an dem Tag. Und es ist ja trotzdem ein Marathon geworden, also das ist ja jetzt auch... Ja, immerhin, ja, also sind wir gegangen, sind wir Marathon gegangen, nein, war eh, und es war total cool bis, ja, eben Kilometer 40 oder so und dann ist von einer Minute auf die andere eigentlich überhaupt nichts mehr gegangen. Naja, jedenfalls hat mir das ziemlich weh da, weil aufgeben gibt es bei mir eigentlich nicht und das habe ich nicht ausgehalten und dann habe ich gesagt, nächstes Jahr, ich fange jetzt trainieren an und dann mache ich das und wenn ich 130 Kilometer gehe, aber ich mach's. Und dann habe ich halt irgendwann im Februar, habe ich halt einmal angefangen zum Fitnessstudio anmelden, ein bisschen so Krafttraining und da habe ich einen Trainingsplan gekriegt, wo dann
wo dann die letzten 20 Minuten waren halt Cardio. Ja, ich sollte halt 20 Minuten laufen. Also ich habe das gekostet. Ich habe die 20 Minuten, ich habe auf die Uhr geschaut, ich habe das dann nach draußen verlegt, weil ich gesagt habe, ich mag eher im Gelände, also irgendwo draußen laufen, als wie am Laufband, das hält ja noch weniger aus. Dann bin ich aussehe, habe auf die Uhr geschaut, dann waren es in 10 Minuten um mich das wieder umgekommen. Ich habe das echt, also absolut null interessiert, diese 20 Minuten Cardio. Aber ich habe es halt dann gemacht und dann, ja, irgendwann bin ich sogar mal freiwillig so nach der Arbeit einmal 10 Kilometer gelaufen. Also, und irgendwie hat es dann langsam angefangen, ein bisschen Spaß machen. Aber wenn 20 Minuten schon anstrengend ist, ist natürlich die allerbeste Idee, wenn man sich für einen 130 Kilometer Lauf anmeldet. Also total. Logik ist natürlich unschlagbar. Nein, das war einfach nur, weil ich das schaffen wollte, was ich letztes Jahr davor nicht geschafft habe. Das war eigentlich alles. Ja. Und da bin ich dann einfach so ehrgeizig und dann habe ich halt habe ich einen Freund gefunden, der gesagt hat, er macht mit. Und dann haben wir das gemacht. Dann sind wir halt, ja, es waren anstrengende, sehr lange 130 Kilometer, weil ich glaube, ich sage mal ein Drittel oder so langsam gelaufen und immer so abwechselnd. Und dann bin ich gegangen, aber ich habe ja zu dem Zeitpunkt nicht einmal gescheite Laufschuhe gehabt. Ich habe mit so Trekkingschuhe habe ich das gemacht. Und dann habe ich sofort die Füße weh, dann habe ich nur mehr gehen können. Und dann bin ich halt 80 Kilometer gegangen. Nein, also furchtbar, ich habe es geschafft. Und das war wichtig. Ich glaube, du bist uns beiden was voraus, weil im ganzen Wien und um Dumm sind wir auch noch nicht gegangen. Mein Problem war bis jetzt immer die zweite Hälfte, dass dieses Flache durch die Lobau durch, das und dann die Lobau ist ja das Schlimmste. Und die dann Lobau, also raus Richtung in Transdanubien, da, boah. Na, das ist mir dann wieder, die Lobau ist einfach für mich, da weiß ich, die sind 13 Kilometer oder so, ja, was einfach flach und schaut alles gleich aus und irgendwie kein Ende in Sicht. Und nein, da habe ich mir dann auch, ich habe es ja letztes Jahr noch mal gemacht, 2020 ist ja schon wieder, ja, war ja fast, da habe ich es ja noch mal gemacht, aber dann wirklich gelaufen. Und da habe ich mir gleich eine Begleitung gesucht für die Lobau, weil das war, also ich habe gewusst, die Lobau, die stehe ich so einfach vom Kopf her nicht durch. Ja, ich habe nur mal die halbe Geschichte probiert und da laufst du ja die, also für alle, die es nicht wissen, Wien und rund um Dumm ist ein Wanderweg, offiziell ein offizieller Wanderweg und er geht quasi sowas wie um Wien herum. Ja. Ungefähr. Nicht ganz, aber fast. Es sind fast die Wiener Stadtgrenzen. Ja fast. Und die halbe Geschichte damals war noch oben im Norden startend, die Donau runter und dann Lobau, aber das war auch okay. Super zart. Also ich muss sagen, ich bin in Dreiviertelgeschichte eher 2020 gelaufen. Und das ist halt Donauinsel und dann nicht in die Lobau, sondern dann die Donauinsel einfach gerade ins Ziel rauf. Das sind 88. Das, also, wenn ich mir da überlegt habe, außen herum nochmal diese, weiß nicht, 40 Kilometer mehr durch die Nacht. Na, also, kann man machen. Aber muss man kurz sagen. Ja, es war ja 2017 eben, da war es ja, da ist dieser Sturm gewesen in der Nacht, Sturmwarnung, da war da war ja dann auch der Hauptbahnhof, da ist ja alles stillgestanden dann am nächsten Tag, weil das, und es war dann in der Nacht, ich war dann allein mittlerweile, und der Regen peitschte ins Gesicht, der Wind hat mich verwahrt auf der Donauinsel, also das war, die letzten Kilometer waren einfach, aber ich hätte nicht einmal hätte ich mir gedacht, ich höre jetzt auf, weil ich wollte es ja unbedingt schaffen, und das war mir dann wurscht, was für wieder, komplett wurscht. Nee, und 2020, also, es ist ja nicht so, dass du das irgendwie geschafft hast, sondern du bist ja gleich einmal in 12 Stunden ein bisschen ins Ziel gelaufen. Also das ist ja jetzt, was ist das? Das ist unter ein 6er-Schnitt. Ja, ich habe irgendwo 35, 5, irgendwo zwischen 35, 45. Auf einem Marathon ist das ja okay, aber 3? Also was ist zwischen, also 2018 fängst, oder 2017 hast du angefangen? Ende 17, dann da war das Wien rund um und um, genau. Da hast du das erste Mal, bist das fertig gegangen. Genau. Irgendwie. Ja. Ja, irgendwie. Und 2020, also keine 3 Jahre später, gewinnst das. Mhm. Was genau ist dazwischen schiefgegangen? Das ist wahrscheinlich auch eine lange Geschichte. Ja, in 3 Jahren ist viel passiert. Ich habe mir dann gleich natürlich das nächste Abenteuer gesucht, extremes Abenteuer, und da habe ich gedacht, jetzt bin ich gerade so in Form, oder halt, ja, jetzt möchte ich gleich wieder aufhören, jetzt mache ich Burgenland extrem, weil, ja, sind ja nur 120 Kilometer, aber
sind 10 weniger, dann mache ich einfach das. Von einer depperten Idee in die nächste. Ja, so leider, so bin ich. Ich brauche immer irgendwelche Herausforderungen. Und dann habe ich mir, ja, mir gedacht, die erste Hälfte laufe ich und dann zweite Hälfte, da sind Freunde von mir, die sind das gegangen. Ich meine, die zweite Hälfte gehe ich, weil 120 Kilometer durchlaufen, das zu dem war ich nicht im Stand. Und ja, dann gehe ich mit einer halt quasi die zweite Hälfte dann ins Ziel. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Also ich bin die ersten gelaufen, das waren dann 66, weil sie ja schon ein bisschen früher gestartet sind. Jetzt habe ich, bis ich sie eingeholt habe, dann waren 66 und den Rest sind wir dann einfach zu Fuß gegangen. Ich meine, mir ist schon, muss zugeben, ziemlich beschissen gegangen. Aber da ist mir sehr schlecht gegangen schon. Also ich ganz zum Schluss, aber geschafft haben wir es auch. Der ist ja immer im Jänner und auch der bekannte, dass relativ kalt ist, der Burger. Genau. Was mir noch immer ein bisschen fasziniert mit, ich bin halt die erste Hälfte gelaufen von 120 Kilometer, sind halt auch 60. Nach zwei Jahren Laufen von, ich bin ein Sportmuffel und 20 Minuten Laufen geht man ziemlich am Senkel zu, ich laufe halt einmal 60 Kilometer dann und gehe dann 60 Kilometer aus. Es zeugt von einem gewissen Mindset. Am eigenen, dass man das macht. Weil normalerweise sagt man, naja, nach zwei Jahren laufe ich vielleicht einmal einen Halbmarathon oder nach drei Jahren und wer weiß, ob es mir dann noch Spaß macht und ich steigere oder ich bleibe auf 10, es gibt Leute, die bleiben ewig auf 10 Kilometer und werden halt schneller oder nicht. Aber selten, dass irgendwer sagt, na du, 130, gehen wir geht schon, warum auch nicht? Ja, ich weiß nicht, ich habe dann angefangen, eben so ganz viel Kraftausdauertraining machen, beinhart jeden Tag und bin dann auch davor, das Monat vor dem Burgenland bin ich dann halt jeden Tag einfach immer, ich habe mit einer halben Stunde angefangen, glaube ich, und bin dann jeden Tag 5 Minuten länger gelaufen. Was dann ziemlich zart wird, wenn du einmal bei 2 Stunden bist und dann musst du am nächsten Tag 2 Stunden 5 und dann musst du 2 Stunden 10, weil irgendwann geht's das. Da geht's dir dann auch am Arsch. Aber, und vor allem, das war Winter. Und da muss bei jedem Wetter mag's aussehen, weil sonst, ja. Das heißt, du hast mit Streak Running quasi auch gleich direkt angefangen. Ja. Sehr gut. Ja, und dann habe ich das gemacht das war dann quasi meine Vorbereitung fürs Burgenland. Ja, und dann, wenn man denkt, jetzt, was war dann 2018? Aber wo war dann so der Punkt, wo ich meine, du bist ja noch immer in den Sphären, wo du gehst. Und wenn wir kurz, wie der Peter gesagt hat, 2020 vorspulen, bist du in den Sphären, wo du gewinnst. Wann war so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin vielleicht doch ein bisschen besser als der Rest? Weil jetzt, wenn man sagt, okay, ist noch immer krass, wenn man 60 läuft und 60 ausgeht, aber du bist ja noch im Mittelfeld irgendwo unterwegs, jetzt nicht vorne. Wann war so der Punkt, wo du dachtest, da könnte noch mehr gehen? Ja, ich habe dann 2018 eigentlich nach dem Burgenland, ich habe dann im Mai meinen ersten Marathon gemacht, auf der Straße. Das war also mit Höhenmeter, knapp 1000 Höhenmeter oder so, das war ein Hügelig in der Steiermark, der Wölschlauf. Und dann, das war mein erster Marathon und da bin ich dann Zweite geworden. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, da kann man aufbauen. Da ja, geht gut, was. Du hast quasi einen Dreifach-Marathon als Vorbereitung für den ersten Marathon gemacht. Naja, Dreifach-Marathon, da bin ich ja so viel gegangen. Da bin ich ja. Aber Peter, es klingt dir nicht so unähnlich. Du warst auch fast einen Marathon gelaufen, bevor du den ersten Marathon gelaufen bist. Also ich meine, unabsichtlich so. Ja. Ja, wobei, stimmt eigentlich. Aber wenn man vorher das lange langsamer macht, dann ist es quasi ein super Grundlagentraining und dann ist der Marathon ja quasi ein Intervall ein langer. So ungefähr, ja, so ist man sich immer, ja. Ein gutes Intervalltraining. Das müssen wir direkt einmal in die Trainingslehre mit aufnehmen. Dann machen wir kurze Pause, dann machen wir den nächsten Marathon. Und so. Genau. Ein 100 genau. Meiler ist ja quasi nur ein Marathon-Intervalltraining. Ja. Marathons mit kurzer Trabpause dazwischen. 3 Minuten Erholung. Genau, das nennt man Labestation, passt. Okay. Okay. Ja, da habe ich den gemacht eben und dann habe ich, irgendwann bin ich dann, ja, 2019 habe ich es dann im Gelände probiert. Also ich habe dann 2018, glaube ich, nur in Verona bin ich dann da noch Marathon gelaufen im Herbst. Und dann, also im Flachen eben, Stadtmarathon.
Und dann bin ich ja ins Gelände, weil irgendwie war es halt auch, war da in Tirol, ist halt einfach im Gelände schöner, als wir auf der Straße. Ja, dann eben einen Marathon in Tirol finden, ist glaube ich gar nicht so leicht. Ja, eben. Und immer in da auf und da, das ist jetzt auch nicht das Gelbe von mir. Nein, das heißt, dann bin ich ins Gelände, weil ich bin immer schon gerne auf Berg gegangen und ja, dann habe ich dort angefangen laufen. Weil das bergab geht, das hat mir eh nie getaugt, da habe ich mal angefangen bergab einfach laufen und dann irgendwann bin ich bergauf halt auch schneller geworden. Und so bin ich dann zum Trailrunning gekommen und habe dann eben 2019 meinen ersten. Da habe ich mich einfach mal für den Traunsee Bergmarathon angemeldet, weil, ja, warum nicht? Ich war zwar ein bisschen skeptisch, weil der doch 4.500 Höhenmeter hat. Und der hat ja auch eine Klettersteigpassage, oder? Am Anfang? Ja, aber das ist ganz leicht. Ja. Okay. Der Traunstau, der ist jetzt nicht so. Also das kann man, ich meine, man läuft den, man geht da eh. Und ja. Also ich finde den jetzt nicht so schwierig. Naja, aber er ist ja trotzdem nicht ein Bergmarathon im Sinne von Marathon mit 40 Kilometern, sondern eher ein Bergmarathon im Sinne von 66, 62. So, ja, 65 oder gehabt, also 63. Ja, genau. Und ich habe schon ziemlichen Respekt gehabt, ja, vor die Höhenmeter, vor der Länge. Also die Länge an sich jetzt nicht, aber die Höhenmeter. Das war eigentlich mein. Und es waren viele Leute dabei, wenn ich mir das so anschaue. Also so, ich glaube 250 oder so. Und du bist öfter geworden. Also. Gesamt, ja. Ja, eben. Also. Okay, der erste, ich weiß nicht, was mit dem schief geht, dass der einfach eine Stunde vor dem zweiten ist, aber beim Rest war es ziemlich knapp dran. Ja, es gibt. Ich habe gelernt, bei wurscht welchen Rennen, es gibt immer irgendwen, der wahnsinnig ist. Irgendein Wahnsinniger ist immer dabei. Ja. Der war wirklich, glaube ich, der war wirklich weit vor die anderen, ja. Ja. Damals. Aber ich glaube, der ist auch in Österreich weit, im ITRA-Ranking wirklich weit vorn. Gerade bei solchen Bergmarathon-Geschichten. Ja, das liegt ja. Und ja. Er hat so dann 2021, letztes Jahr, da sind wir wieder gemeinsam am Start gestanden. Da hat er ja auch wieder so eine Zeit hingehört. Aber da, glaube ich, waren andere ja da näher dran. Aber da war er wieder, weiß nicht, wie der tut, aber. Ja, aber das ist offenbar seine Distanz, weil beim IRTF und so. Diese 60 Kilometer Distanz dürfte so das sein Ding sein. Aber du hast auch nachher gedacht, Bergmarathon ist schon ganz geil. Das hat mir richtig gedacht. Vor allem, der Traunsee, ich mag die Gegend, ich mag einen Traunstau, es ist einfach so schön dort. Also das, ja, da war ich dann Feuer und Flamme und dann. Naja, aber du bist da gleich direkt eingestiegen mit einer ITRA-Score von 700. Also unser Anna trainiert da jahrelang hin und ist noch weit weg davon. Wie? Also, wie? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich frage mich das selber oft. Ich weiß nicht. Ich habe ein paar Mal eben, der Traunsee war dann eigentlich mein erstes, also davor habe ich einen Quasarmarsch gemacht, zum quasi als Generalprobe, ob das überhaupt geht. Weil wenn ich den nicht schaffe, dann brauche ich beim Traunsee gar nicht starten. Das war mal so, dann habe ich den, der war 3 Wochen davor, dann habe ich den halt gemacht und das ist auch schon so gut gegangen und mir denkt, ja, dann wird schon passen. Hilft dir nichts. Ja, und dann das war so ein cooles Erlebnis und dann habe ich gleich für den nächsten angemeldet und ja. Und dann war, also 19 war halt dann super, super und du warst halt quasi so richtig am Laufen. Ja. Und dann waren noch mal keine Wettbewerbe mehr. Ja, dann war leider Corona. Ja, aber du hast ja nicht nichts dann, weil wenn man so auf die FKT-Seiten schaut, hast du gedacht, ja, wieso nicht? Genau, ich mache da mit. Das war eine super, super Veranstaltung, ja. Zum Überbrücken von dieser wettkampffreien Zeit. Und hast gleich mal irgendwie, die sind ja heute noch drinnen, 3 FKTs. Attersee, Sellrainer, Hüttenrunde und in Wien Rundmatum, der ist auch drinnen. Ah ja. Ja, nein, aber von der FKT-Serie, da haben wir den, da hat es diesen Wien-Niederösterreich Ultra gegeben. Achso, von der Serie auch noch. Genau, von der Serie. Und die Sellrainer Hüttenrunde, genau. Hm.
Aber ja, sehr zum Empfehlen. Ist. Wie war das denn für dich? Ich meine, du hast ja bis 2019 dann durchgestartet und so ein bisschen Blut geleckt und dann kam irgendwie 2020 und plötzlich so irgendwo mal nix. Hat das dann ziemlich an der Motivation gesorgt oder? Ein bisschen. Ich hab mich auf die Bewerbe, ich habe mich angemeldet gehabt für gewisse Bewerbe und bis zum Schluss hat man nicht gewusst, findet er statt oder nicht. Das war ja immer so ein ja, nein, so, ja, je nachdem, wie gerade die Verordnung war. Ja, jedenfalls hätte ich mich eben für den Glocken nochmal gehabt und den haben sie dann relativ bald einmal abgesagt. Dann habe ich mich für einen Cut 100 angemeldet. Den haben sie dann, da haben sie lang gewartet noch, oder da habe ich bis im, der war im August und ich glaube bis Juni oder Juli, Anfang Juli, nicht gewusst, findet der statt und deswegen habe ich trainieren müssen, weil ich ja davon ausgegangen bin, ich laufe dort mit. Deswegen war eigentlich die Motivation schon da. Ja. Und du hast dich aber für einen 100er angemeldet, oder? Also wirklich gleich für einen 100 Meiler. Ja, genau. Auch hier die kurze Frage. 100, also ein Bergmarathon, 60 Kilometer mit Höhenmeter, okay. In der Flachen 120, 130, na gut. Aber 100 Meilen mit 10.000 Höhenmeter, es ist schon noch einmal eine andere Welt, oder? Ja, man braucht ja immer wieder neue Herausforderungen. Aber es passt. Ist es vom Sprung nicht dasselbe wie von Nix auf Wien rund um ein Dumm? Das ist ja von der Verrücktheit. Also ich sehe dein Muster, oder? Ja. Also dann wird uns im weiteren Verlauf wahrscheinlich auch der nächste Sprung nicht wahnsinnig wundern. Ja, der kommt dieses Jahr, ja. Man könnte aber die Frage stellen, wo endet das? Aber das kann man dann bereden, wenn man beim sowas sind, was dieses Jahr geplant ist. Fragen wir Sie dann im Interview nach dem Pacific Crest Trail FKT. 50 Tage, glaube ich, oder so brauchst. Dann, ja. Also wenn du das in 50 Tagen schaffst, passt. Okay. aber das heißt, 2020 viel Motivation gehabt, aber halt keine Laufwettbewerbe. Ja. Einmal alles verschoben. Wie viele Laufbewerbe hast du dann auf 21 verschoben bekommen? Ein Glockner und ein Cut. Ja. Okay. Eigentlich waren es nur zwei. Weil sie haben mir dann alles andere schon abgesagt und ja. Ja. Aber du hast die sind ja dann letztes Jahr mittlerweile, haben die ja dann stattgefunden und hast du dann bei beiden auch ziemlich erfolgreich teilgenommen. Warst du beim Glockner, warst du da bei den 110 Kilometer gemeldet oder warst du bei den Osttirol Trail gemeldet? Nein, bei den 110, aber das haben sie ja dann verkürzt, wetterbedingt, und wir sind dann mit dem Osttirol Trail dann gestartet gemeinsam. Ja. Da habe ich auch teilnehmen dürfen. Aber ich habe mich gleich für den Osttirol Trail angemeldet. Ja. In weiser Voraussicht. In weiser Voraussicht. Nein, total lässig, weil hat man so da. Ja. Ich finde hartes, also für mich statt Kind war durchaus herausfordernd, teilweise über die Scharten drüber. Das war dann fand ich dann technisch durchaus hart teilweise. Ja, hat schon anspruchsvolle Stöhne dabei, ja. Ja, ja, und wir vielleicht bin vorher, ich immer, wir haben ja vorher im Vorgespräch kurz gewitzelt, ob zu dem Zeitpunkt, wo du im Ziel warst, der Flo noch gut unterwegs war oder schon draußen? Ich weiß gar nicht, du hast 11 Stunden irgendwas braucht, oder? 11 Stunden 13. Ich weiß gar nicht, wo ich bei 11 Stunden war. Ich glaube, ich war auf jeden Fall noch drin, aber ich glaube, ich bin nach 14 Stunden raus, bei der vorletzten Labe. Irgendwo, da bin ich sicher über irgendeine Scharte gerade drüber und habe mich geärgert, dass ich über so eine depperte Scharte drüber muss. Weiß ich nicht. Aber es war doch so schön. Ja, aber in dem Moment habe ich mich so geärgert. bei der Erstaustragung war ich bei den 50 Kilometern und da hatte ich meine erste Erfahrung, wo ich dann hast auch über irgendeine andere Scharte drüben ist. Da waren 2 Kilometer, für die ich 1 Stunde 15 gebraucht habe. Das war das erste Mal, dass ich in den Berg reingeschrien habe, dass er scheißen gehen soll. Und ich habe da schon so meine persönliche Beziehung mit dem Lauf und trotzdem nehme ich immer wieder teil. Also ich bin nicht sehr lernfähig. Und nachdem wir es alle gehört haben, immer wieder, freuen wir uns auf das nächste Mal. Schauen wir mal. Aber es ist ein schöner Lauf, finde ich. Geil, und, ja. Aber du hast also zwei lange Ultras verschoben bekommen für 21. Ja, ja. Und hast du gedacht, wenn da zwei im Kalender stehen, dann melde ich einfach noch eine andere 6 an. So ungefähr, ja.
Weil leider ist die Saison, es ist ja 2021 auch relativ spät erst wieder losgegangen, weil erst Ende Juni erst den ersten Bewerb gehabt. Genau. Weil davor haben sie ja April, Mai haben sie noch alles angesagt. Ja, aber warum so viel? Also das ist ja wirklich manchmal nur ein Wochenunterschied und also... Peter, fragst du gerade ernsthaft, warum er viele Wettkämpfe macht? Also nur für dich zur Erklärung, der Peter ist der ungefähr, jede, wenn es nach ihm geht, jede Woche einen Wettkampf macht. Jetzt nicht immer lange Dinge, aber er diskutiert mit, er trainiert seit 3 Monaten beim Trainer und er diskutiert immer mit dem Trainer, er möchte gerne mehr machen. Und jetzt fragt er ernsthaft, warum er so viele Wettkämpfe macht? Naja, ich habe gehört, dass das eine Überbelastung geben kann, wenn man so viele lange Sachen macht. Und dann, das haben sie mir auch gesagt. So wie auch schon mal gehört. Es wird geben. Nein, ich weiß, mir ist einfach gut gegangen. Ich habe das dann immer alles spontan entschieden. Also das war ja dann eigentlich alles, also geplant war eben, Lavaredo war relativ spontan. Und dann war dann, ja, jetzt ist der Traunsinn, dann mache ich den, ja, passt, mache ich den nochmal. Also es war halt einfach, mir ist gerade gut gegangen und ich habe mich schon bereit wieder für einen Lauf. Ich meine, so. Da sind viele Sachen dabei, das du kurzfristig machen kannst. Also so, was weiß ich, ein Hochkönig mein oder so, ja. Wirst du wahrscheinlich relativ kurzfristig anmelden können. Aber ein OCC, ja. Bei dem musst du ja, den musst du ja lang. Ja, das hab ich länger schon gewusst, ja. Oder da haben wir eben da habe ich dann nur Punkte gebraucht zum Qualifizieren und da war eben dann der Lavaredo, der Lauf, den ich nur gebraucht habe, dann für Punkte. Wirklich? Das geht so kurz vorher? Das ist noch gegangen, ja. Aber nur weil letztes Jahr komisch war. Ja. Okay. Genau. Na, weil ich habe ja im Juli, glaube ich, Flo, oder? Ja. Habe ich diese Nachricht bekommen mit, oh, es sind Menschen, die nicht kommen können. Wenn du an diesem Tag um 10 Uhr Vormittag vorm Rechner sitzt und klickst, dann kannst du einen Startplatz sichern oder so. Mhm. Das war, ich glaube, das war im Juli oder so sogar erst. Ja, nein, das war, ich glaube, ausnahmsweise eben letztes Jahr dann, weil es ein bisschen anders war. Und dann habe ich eben im Juni noch Punkte sammeln können, dann habe ich die Punkte benannt gehabt, aber nur für den OCC, was für mich natürlich, also die Distanz, es ist nicht meine Distanz. Und ja, aber wir sind da alle hingefahren von unserem Team, vom Essex-Team, und dann bin ich dort mitgelaufen und das war eine nette Erfahrung. Ja, also er soll ja schön sein, weil ich habe mich mal in den Lostopf geschmissen vor 2 Jahren, glaube ich, und bin nicht gezogen worden. Also ich habe keine Ahnung, wie das so ist. Oder mittlerweile bist du schon das Meister gelaufen vom OCC. Ja, nur in Anfang nicht. Ja. Ja. Aber ich bin nämlich dann letztes Jahr in CCC gelaufen. So, Erklärung. Aber ab nächsten Jahr wird sie dann sowieso nochmal ganz anders und ganz viel kompliziert und schwierig und es... Mhm. Ich habe mir dieses Regelwerk kurz einmal durchgelesen und ich glaube, es ist mir jetzt schon zu doof. Ja, ich laufe irgendwas anders. Aber du hast vorhin auch immer wieder erzählt, dass du es halt viel so nach Lust und Laune aus dem Bauch heraus machst. Ist das jetzt auch beim Training so ein bisschen dein Ansatz oder gehst du es da systematischer an? Nein, ich habe da überhaupt kein System. Ich tue das, was mir gerade Spaß macht. Und wenn ich jetzt einen Berg auf will, oder wenn ich eher flach laufen will, oder lang oder kurz, das entscheide ich einfach so, wie gerade die Motivation ist. Weil nach der Arbeit ist manchmal ein bisschen zach, da freut es mich nicht mehr. Oft habe ich in der Nacht total, also Motivation, dass ich einfach in der Nacht aufstehe und dann ein paar Stunden laufe und dann arbeiten gehe. Also das ist, ja, wie es mich gerade gefreut. Aber ich glaube, das muss man sich dann auch irgendwie beibehalten, weil sonst verliert man irgendwie den Spaß an der Sache, oder? Ja. Das muss man halt dann schon konsequent machen. Und eben ja, Ausdauertraining und. Das heißt, du machst doch viel Krafttraining, oder wie? Also. Ja, das mache ich dann immer. Das ist unter der Woche, also vor der Arbeit mache ich das. Okay. Das heißt, du stehst quasi in der Früh auf, um mal ein bisschen Gewicht erschupfen. Weil. Mit Eingewicht, alles mit Eingewicht. Keine Gewichte schupfen. Das heißt, du musst einfach nur schwerer werden, wenn du mehr Widerstand haben willst. Achso, Essen fürs Krafttraining. Gute Motivation. Ich mach das seit 37 Jahren. Probier es einmal aus. Muss irgendwie funktionieren. Für irgendwas muss die Wampen gut sein. Mama, bitte gib mir einen dritten Nachschlag. Ich muss morgen wieder gescheit trainieren können. Fliegengewicht, du kannst das einfach nicht machen. Das ist einfach. Ich bin einfach zu faul, schwer zum Heben. Also.
Aber du hast das gesagt, du bist mit dem ASICS-Team hingefahren, weil du laufst jetzt da fürs ASICS-Team. Ja. Aber du hast einen Vollzeit-Brotjob ja auch. Das heißt, du laufst als Amateur? Fragezeichen? Bei ASICS? Im ASICS-Team? Ja. Nein, wir sind das Elite-Team von ASICS, von den Trailrunner. Also okay. Es ist ein Europa-Team. Okay. Halt von alle Länder, also wir sind in Österreich, sind zwei dabei und halt sonst für Franzosen, okay. Norweger, Spanier, Italiener, Franzosen. Also Semi-Profi. Also Nebenerwerbstrailläufer, das ist so wie Nebenerwerbsbauer wahrscheinlich. Schön war's, Nebenerwerber. Nein, so ist es leider nicht, aber ja, wir sind dort. Wir fragen uns deswegen, weil es gibt ja jetzt, was weiß ich, von Adidas oder von Salomon, gibt es ja das internationale Team dann auch immer, wo dann die Vollprofis dabei sind, also die halt quasi sonst gar nichts mehr machen. Und das sind aber nur, weiß nicht, Hausnummer 7. Ja. Und alle anderen werden halt quasi auch zusammen rekrutiert. Wir haben ja schon Tom Wagner ja gehabt, der ja auch einen Vollzeitjob hat und für Salomon aber auf Deutschland läuft und nicht fürs Europateam. Jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist es dann im Europateam schon anders. Ja, also das ist ja das Europateam. Wir sind, aber was ich weiß, haben sie schon alle nur einen Job. Ich kenne ja nicht, ich meine, alle habe ich noch nicht kennengelernt, aber was ich weiß, haben die jetzt schon alle noch einen Job. Und bei Salomon ist ja auch nicht so der Frau, so Dan hat ja bis vor kurzem auch noch einen Job gehabt. Ja, er war Weinbauer zur Gaude. Job ist Job. Ja, okay, fair. Aber wie kann man sich das so als Otto Normalwald- und Wiesenläufer vorstellen? Man ist jetzt irgendwie bei 4 Wettbewerbe ganz vorn dabei, beziehungsweise da waren ja vorher gar nicht so viele Wettbewerbe, wo du vorn dabei warst, weil keine Wettbewerbe waren, bei denen du vorn dabei sein hättest können. Richtig. Und passen die noch an der Ziellinie ab mit, was nicht, mit einem Paddelschuh und einem Sackel über dem Kopf und sagst so, du bist und nicht, oder? Nein, das ist dann über Instagram gegangen, also Social Media. Ah, okay, also nicht direkt vor Ort mit. Nein. Schöne Schuhe nein, haben Sie hier. Die sind ja nicht in Österreich. Also die sitzen ja in Frankreich und das ist alles, der hat halt fürs internationale Team Läufer gesucht, weil das haben sie ja gerade erst aufgebaut. Okay. Gibt es noch nicht lang und da haben wir waren eigentlich der Anfang sozusagen. Also ich glaube 2020 haben sie angefangen, das langsam aufbauen und haben halt da Läufer aus allen Ländern gesucht. Und das ist über Social Media dann gegangen. Ja, wobei ASICS ist ja tatsächlich nicht im Trailrunning gar nicht so bekannt. Also Straßenlauf ja. Ja, bei uns aber jetzt auch noch ziemlich aufgeholt. Okay. Ja. Okay. Das ist sehr begeistert. Ja. Wer jetzt dann als Bergsportmarken quasi, also die kommen eher von der Straßenseite als von der anderen Seite. Genau, und haben jetzt da einen Horizont erweitert sozusagen. Ja. Ja, und hast du noch irgendwie gleich nur die gehabt oder haben die nachher gleich 3, 4 angeschrieben und gesagt, die wollen wir haben, weil die ist neu, die hat noch nichts, die müssen wir nicht jetzt abwerben. Nein, zuerst einmal nur ASICS und dann ist dann schon einmal eine Anfrage gekommen, aber da war ich dann schon länger bei ASICS dabei und wollte auch gar nicht wechseln. Okay. Ja, also das passt. Okay. Machen die auch so, wie nennt man das, naja, Trainingslager, so Community-Events, wo du noch halt, was weiß ich, vor Ort eingeladen wirst und dann kannst du das Werk anschauen und weiß der Geier. Ja, nein, wir haben so Trainingslager also gehabt auf La Palma letztes Jahr und jetzt sind wir auf den Riffa im Februar und ja, immer die UTMB-Wochen, also da sind wir, das ist das ganze Team immer dabei. Das ist halt auch wichtig, da jeder läuft halt dann seinen Lauf. Und sind wir Wochen dort. Ah ja, apropos, jeder läuft seinen Lauf. Ich meine, du bist das ja, glaube ich, für den CCC gemeldet, wenn ich mich nicht täusche. Nein, für TDS. Für TDS, richtig. Ja. Ich vergaß. Mit Qualifikation oder mit Elite-Anmeldung? Elite-Anmeldung.
bin mir nämlich nicht sicher gewesen, weil das ist ja bei Männern und Frauen mit dem Ranking. Also ich war jetzt nicht in der Lotterie. Okay. Nein. Ohne Lotterie, aber halt schon, die Punkte braucht man schon, brauche ich schon die Qualifikationspunkte, aber ohne Lotterie. Ja, es gibt ja irgendwie, also bis heuer, ab nächstes Jahr alles anders, ist es ja ab Punktzahl XY fixer Startplatz, aber zahlen und ab Punktezahl Y genau. Nicht zahlen. Zahlen, aber halt eben ohne Lotterie. Ja, so ist bei mir. Ja, und ich glaube, bei den Männern war das beim UTMB war es bei 850 Punkte oder irgend so ein Spaß. Also, also nicht, wo irgendwie 10 Leute weltweit drin sind. Zwischen 650 und 700. Ja, ich glaube, wenn es ums Geld geht, da kennen die Solettis nichts, da wollen sie auf jeden Fall was haben. Ja, und nachdem sie jetzt von Ironman also übernommen worden sind. Zahlen war es, aber ich habe den Platz dann fix gehabt. Ja, das ist natürlich für die Saisonplanung natürlich schon geil, wenn man das recht frühzeitig weiß. Dass deswegen habe ich das dann auch mit dem OCC letztes Jahr nur machen können, dann, weil ich habe halt einfach nur die Punkte gebraucht. Und dann bin ich da dann reingekommen. Ja, vor allem mittlerweile ist auch coronatechnisch irgendwie schon planbarer, weil die ganz großen Events, die werden jetzt auch dann immer abgesagt. Weil wir haben dann letztes Jahr, wir waren auch der Peter war beim CCC, ich habe in UTMB probiert und das war dann halt schon angenehm, dass du halt gewusst hast, dass er ungefähr startet, wenn es dann wieder so wie das Jahr davor, 3 Wochen davor erfährst, dass du nicht hinfahren darfst und du trainierst aber den ganzen Sommer lang, dann ist halt auch ein bisschen. Naja, wobei andere Länder, er hat stattgefunden und dann hat es geheißen, hurra, er findet statt, aber du darfst nicht hinfliegen. Ja, aber es war... Wie beim Boston-Marathon, 2 Jahre jetzt hintereinander. Die Leute haben nachher erfahren, hey, super, du darfst am, weiß ich nicht, 7. November wieder nach Amerika einreisen. Und ich habe gesagt, super, der Boston-Marathon ist am 6. Ja, gut, Amerika ist vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, aber nach Frankreich war jetzt schon irgendwie reinkommen. Ja, über die Berg, von der Schweiz. apropos, Amerika ist speziell. Western States, Hard Rock. Ja, vielleicht einmal, ja. Warum also, nicht? Anmelden kennst du ja jetzt da, glaube ich, schon, oder? Ja. Also, da sind ja schon Qualifier dabei gewesen. Aber ich glaube, da wird es mit der Lotterie noch ein bisschen schwieriger. Ja, aber deswegen muss man sich ja frühzeitig in die Lotterie schmeißen, damit man irgendwann einmal auch genommen wird. Ich meine, beim Hard Rock ist es, glaube ich, jedes Jahr gleich schwierig. Ja, ich glaube schon. Ja. Obwohl jetzt, glaube ich, irgendwas geändert haben, damit die Rookies größere Chancen haben. Aber gerade in der Frauenwertung wärst du wahrscheinlich würdest du sehr viel leichter reinkommen, weil der Hardrock und der Western States, glaube ich, versuchen, auf 50-50 zu kommen. Okay. Althergebracht sind natürlich viel, 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 viel mehr Männer drinnen. Das heißt, sie versuchen jetzt da quasi den Frauenlevel zu pushen, dass dann irgendwann einmal auf Equal sind, weil es haben ja jetzt auch, weiß ich nicht, 3000 Leute noch eine Relose drinnen. Also schnell anmelden, schnell mitmachen. Ja, okay. Nein, also das war nicht mehr. Nächstes Jahr. Mal schauen. Naja, hast du das Jahr etwa noch was Größeres vor? Vielleicht, ja. Da gibt es so einen 250 Kilometer Lauf. Nein, der Eiger hat ja nur 100. Der Eiger Ultra. Der hatte nur 100. Ja. Außer dieses Jahr, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, diese einmalige Gelegenheit lassen wir uns nicht nehmen. Nur dieses Jahr und deswegen muss das dieses Jahr sein. Ganz einfach. Erzähl mal, was ist der Eiger Ultra 250? Ja, das ist ein Ultra Trail mit 250 Kilometer und 20.000 Höhenmeter. Und das macht man im Zweier- oder Dreier-Team. Also das Ganze, jeder läuft diese Distanz, also es ist keine Staffel. Jeder muss laufen. Und ja, mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Strecken kenne ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Ja. Ist es Zweier- oder Dreier-Team, ja. Was ist, wenn einer aussteigt? Darfst du den Lauf fertig machen? Allein nicht, aber zu zweit darf man schon. Also wenn jetzt einer von uns, wir sind ein Dreierteam, wenn jetzt einer ausscheidet, dürfen wir weitermachen. Aber also, allein dürfen wir. Okay, und ist er vergleichbar jetzt mit dem PTL von der
Schwierigkeit her oder ist es unter Anführungszeichen laufbar? Es ist laufbar. Also okay. Jetzt auch von der Ausrüstung, von der Pflichtausrüstung, die was man braucht, ist es alles kann man alles in einen Laufrucksack packen und ist nicht mit Kletterausrüstung und allem Möglichen, sondern einfach wirklich die Laufausrüstung hat man im Laufrucksack, also es ist laufbar. Okay, es ist quasi der BTL für Nicht-Bergführer. So ungefähr, ja. Ja, okay. Die eine der ersten Fragen von vielen, die sich mir hier aufdrängen, ist, die Auswahl des richtigen Teams ist ja da, glaube ich, kriegsentscheidend, weil man ist bei 250 Kilometer sicher ein paar Tage unterwegs oder schafft es zumindest nicht in 24 Stunden. Das heißt, wir versuchen es, aber ich glaube, es geht sich nicht. Ganz knapp. Ich meine, du bist ein bisschen schneller, das vielleicht, aber gehen wir mal davon aus, es geht sich nicht aus. Naja, 5,30er Schnitt haben wir vorher gehört. Ja, gut sie ausgehen. Ich versuche, dass meine Teamkollegen, dass wir da das Tempo, dass wir das aber gemeinsam mal so. Ja, wie sucht man sich die aus? Ja. Wenn man dann so die ärgsten Zustände hat, wenn man vielleicht ein bisschen müde ist, ist ja die, wie soll ich sagen, man kann sich vielleicht nicht immer zurückhalten und man zeigt vielleicht nicht die allerbesten Seiten von einem. Wie findet ja. Also, ja, wir hoffen einfach, dass man die Höhen, also die Tiefs, einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten haben. Jeder einmal zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo tief, weil dann kann man sich gegenseitig, dann kann man sich wieder ein bisschen unterstützen, motivieren, aufbauen, dass man weitermacht. Und ansonsten einfach mal anschreien, wenn's sein muss. Ja, das sowieso. Fluchen werden wir genug. Also da, ich höre uns schon. Ja. Weil beim Trans-Alpenrand sagt man ja, dass schon Ehen geschieden worden sind. Also das ist ja. Oder geschlossen. Auch in beide Richtungen natürlich, auf jeden Fall. Aber das ist halt schon ein wichtiges Ding und das kann halt deinen Lauf maßgeblich auch mitentscheiden. Also, ja, sowieso. Also wir schauen, dass wir da jetzt, wir machen jetzt einige Trainingsläufe natürlich, also Team-Trainingsläufe, dass man das ein bisschen. Aber das passt ganz gut, es passt vom Tempo, es passt, ja. Macht ihr das als Erlebnis oder geht es ums Gewinnen? Weil wenn man sich die 2021er Statistik anschaut, also hinten suchen braucht man die ja nicht, weil eigentlich bist du quasi immer entweder am Stockerl oder knapp dahinter, außer, und das möchte ich nochmal hervorheben, beim Nassfeld Mountain Sky Trail. Du bist von 37 Personen Siebte geworden gesamt und im Gender Ranking bist du Siebte geworden von 6. Ja, das stimmt irgendwas nicht, ja. Das habe ich auch schon gedacht. Siebte von 6, ich habe mir natürlich schon geschrieben, was da, also, keine Ahnung. Sie haben die Ergebnisse schon richtig eingetragen, aber eigentlich. Aber ja, vor allem, Siebte von 6. Vor allem Siebte von 37 und Siebte von 6. Das heißt, es waren vor dir nur Frauen. Weil es waren ja, glaube ich, gesamt, ja eben, es waren 6 Frauen gesamt, glaube ich. Ja, eben. Und ich weiß nicht, warum der 7er, keine Ahnung. Nein, aber auf alle Fälle, du bist bei allen Rennern eigentlich eher ganz vorn zum Suchen. Geht sie den Eiger 250 auch so an und sagt, dort wo wir sind, ist vorn? Das hätte man schon gedacht. Ja. Ich hoffe, die waren zwar sehen das auch so, aber sicher. Die werden das ja schon während des Laufes erfahren. Werden alles ausholen. Also ich habe das schon entschieden. Also. Das entschieden, wir holen alles aus. Sie müssen da mit da. Deswegen werde ich jetzt hart trainiert und dann. Ich sehe, du bist der Teamkapitän und du hast das Team im Griff. Sie müssen nicht alles wissen, sie müssen nur spuren. Ja, genau. Das habe ich auch so gesagt. Sie trainieren und sie ist nachher für die Qualitätssicherung zuständig. Qualität muss einmal passen, gell? Beruflich und privat. eben drum. Dabei passt es ganz gut. Wie hast du überhaupt gemerkt, dass du quasi mehr willst als nur finishen, sondern dass du vorhin mitlaufen willst? Oder machst du das wirklich nur zum Spaß an der Freude und surprise, du bist halt vorhin auch dabei? Ja, ich habe es jetzt eigentlich immer so gemacht, ich hab halt einfach mal geschaut, was passiert. Ich gehe an den Start und schau mal, wie es läuft. Meistens läuft nicht gut. Also, mir gefällt der Ansatz, Flo. Ja. Das war mein Ansatz, bis du mich in die Fänge des Trainers geschmissen hast. Ich bin schuld, dass der Peter einen Trainer hat.
Weil man, da sind einfach auch so viele Faktoren, das ist ja, das kann man ja nie, ja, da muss alles gut laufen, da darf man sich nicht verletzen, da darf nichts, darf einfach nichts passieren. Von Magenproblemen angefangen, die, ja, alles Mögliche, was halt so passiert in einem Ultra. Da muss einfach alles zu 100% passen und das weiß man vorher nicht. Deswegen gehe ich eigentlich immer relativ entspannt an den Start und schaue halt, was passiert. Aber es hat offenbar alles passt immer, oder? Also ich habe kein einziges DNF gefunden. Es hat eigentlich ganz, ja, es hat schon ein paar so Dinge gegeben. Mir ist nicht immer gut gegangen, aber es, ja, es hat. Aber angekommen bist du immer. Angekommen bin ich, ja. Ja. Weil aufgeben ist ja so auch das, ja. Außer beim ersten Rundum mal dumm. Ja, ja. Das haben wir hier auf Tonband. Der erste Rundum dumm war ein DFF 42 Kilometer. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Ja, ihm ja. Es hat weh da. Aber ich finde den Ansatz ja cool, dass du sagst, schau mal, wo es hingeht. Nur hast du irgendwie ein bisschen Bammel, dass du da irgendwann einmal wehtust oder das, was passiert, weil die Umfänge sind ja jetzt auch nicht so richtig wenig. Ja, jetzt richtig Angst, sicher, das spielt immer mit. Also das weiß ich, das ist, ich meine, das ist ja nicht ungefährlich. Und ja, die Angst hat man allweil. Oder kennst du deinen Körper so gut, dass du sagst, ich merke sofort, ob das Zwicken, was ich gerade habe, übermorgen weg ist oder ob das was ist, wo ich jetzt einen anderen draufschauen lassen muss oder mal Pause machen, oder Pause machen ist sowieso so, kommt sowieso in Frage. Ja. Deswegen Pause machen, das ist so eine Sache, ja. Das könnte man ein bisschen öfter machen, ne? Das stimmt. Aber ja, wenn ich gut kenne, ja, wenn es irgendwo zwickt, bin jetzt keine, die sofort zu einem Doktor läuft, dann mache ich halt einmal eine Pause, tue mir vielleicht ein bisschen Radl fahren. Und dann geht's wieder. Also, das sind oft so Kleinigkeiten, wo es ein bisschen zwickt, aber jetzt nichts Großes. Es gibt ja auch diesen Effekt, dass du halt, dadurch, dass du halt immer wieder Rennen auf Rennen steigst oder machst oder halt da relativ viel machst, dass du natürlich, vielleicht ist es keine akuten Verletzungen hast, aber dass du natürlich, es gibt ja da bekannte Ultraläufer-Beispiele, die kommen quasi in ein, zwei Jahren wahnsinnig viel laufen, weil sie gerade im Flow sind und ähnlichen Ansatz haben und danach irgendwie so ein bisschen ausbrennen. Hast du irgendwie davor, also Angst ist vielleicht übertrieben, aber so die Befürchtung, das könnte passieren, oder sagst, wenn es so ist, dann ist so und ich genieße, solange es hält. Genau so ist. Ich sage, jetzt, wo es gut läuft, jetzt laufe ich einfach, wo es mir Spaß macht und solange es mir Spaß macht und wenn es dann nicht mehr so gut läuft oder irgendwas passiert, dann habe ich trotzdem viel erreicht und ja, dann ist so. Ja, und wenn der dann spiele Schach. Und wenn der Eiger dann nächstes Jahr einen 360 macht, dann meldet sich halt beim 360 auch nochmal an. Ja, warum nicht? Dann hat man ja 250 schon gemacht und dann. Gibt es da nicht diesen Swiss 360? Swiss ja, Peaks, ja. 360, genau. Ja, genau. Es gibt immer was Verrücktes. Wenn man meint, da geht nicht mehr, es gibt immer nur und es gibt auch nur Leute, die das machen. Also. Wenn her, sag niemals nie. Ich lege mir jetzt nicht fest. Aber man muss halt auch immer Leute finden, die dann genauso verrückt sind und da mit dann. Es gibt ja nach oben keine Grenzen, das ist ja das Fatale. Das ist ja. Ja. Das stimmt. Hast du, also, nachdem du jetzt bei ASICS Europa ja schon laufst, hast du da Ambitionen, dass du wirklich sagst, Österreich, also Dachregion, bin ich schon ganz vorn dabei. Ich möchte eigentlich international auch dort oben mitspielen? Oder denkst du, schauen wir mal? Da denke ich mir ehrlich gesagt, da schauen wir mal. International ist schon nochmal, das ist nochmal eine andere Liga. Das ist nochmal ganz was anderes. Und ich weiß nicht, da, man müsste natürlich dann noch viel mehr trainieren. Also für das habe ich dann irgendwo die Zeit nicht mehr, glaube ich. Weil ich muss ja arbeiten auch noch. Also das ist irgendwo, glaube ich, dann vielleicht nicht mehr. Dann wird es echt schwierig. Ja. Aber natürlich ist das im Europa-Team fährt natürlich zu den internationalen Bewerbe und wir sind auch heuer wieder bei ein paar dabei und ich freue mich total drauf, international und vor allem sind neue Strecken, es ist ja immer da in Österreich, die kennt man ja teilweise schon, weil man so groß ist jetzt Österreich auch nicht und dann einfach wieder neue Trails und neue Leute und einfach, ich freue mich total auf die Erfahrung, was ich machen darf mit denen. Aber ja, schauen wir mal. Ja,
Das ist eigentlich mal so meine Einstellung. Ich erkenne auch hier ein Muster. Du hast es vorher gesagt, na, du trainierst jetzt da, also ihr macht Teamläufe. Ja. Für den 250. Ja. Und du bist da im ASIC Running Team und ihr werdet dort auch wahrscheinlich ab und zu mal laufen. Gemeinsam, wenn halt Trainingswochen oder sonst irgendwas ist. Ja. Andererseits gehst du einfach einmal mitten in der Nacht auch laufen. Bist du eher ein Einzelläufer oder bist du jetzt da, nachdem du jetzt dann nicht mehr ganz hinten bist in dieser Laufgruppe, wie ganz am Anfang, bist du auch ab und zu eine Gruppenläuferin, was du sagst, also nicht, jeden Donnerstag guckt irgendwer durch Tirol oder lauf ich mit. Ja, also ich muss sagen, die Gruppenläufe, das macht natürlich sehr viel Spaß, weil das, ich meine, das ist gleich ganz was anderes und das ist die Motivation eine andere. Das macht mir viel mehr Spaß, weil alleine motivieren jetzt da mitten in der Nacht laufen, ja, gehört halt auch dazu und mache ich halt auch. Und ich laufe vorwiegend allein. Das stimmt schon, weil es halt einfach schwierig ist, wenn ich jetzt sage, man, mach mal halt 50 Kilometer, ich meine, da gibt es jetzt nicht so viel in meinem Umfeld, die was auch sagen, jawohl, da bin ich dabei. Also, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Laufpartner, muss ich sagen, für solche Sachen. Und deswegen mache ich es meistens allein. Aber es gibt halt dann doch nur ein paar, die da mit mir laufen und da taugt es mir dann richtig. Weil also in der Gruppe ist das gleich ganz was anderes. Ich verstehe das überhaupt nicht. Das war jahrelang mein Ansatz. Der Flo hat gesagt, gehen wir laufen. Ich hab gesagt, welche Schuhe soll ich mitnehmen? Und wenn wir gestartet sind, habe ich gesagt, wie weit geht's? Keine Ahnung. Ja, der Peter hat sich halt die falschen Freunde gesucht. Das ist wohl wahr. Apropos falsche Freunde gesucht. Du bist ja quasi zum Laufen gekommen, eben auch, weil du die falschen Freunde gesucht hast. Hypothetische Frage. Wärst du nicht umgezogen, sondern im Flachland geblieben? Hast du angefangen zum Laufen? Weil im Tirol ist es ja quasi Trailrunning aufgelegt. Ich glaube nicht. In Oberösterreich, gell? Nein, ich war in Wien. Achso, du warst zwischenzeitlich auch in Wien, ja stimmt. Ich habe in Wien studiert und ich war eigentlich in Wien und habe dann in Niederösterreich zuerst gearbeitet. Also wenn ich dort nicht gewechselt hätte, nein, ich glaube nicht. Nein. Dann würdest du jetzt das Stand-Up-Paddling machen. Da gibt es ja vielleicht auch Ultras. Dann würde ich vielleicht Schach spielen. Genau, auf der Donauinsel. Du, wenn du die Donau von Passau nach Wien mit dem Stand-Up-Paddling-Board fährst, sicher auch ein Ultra-Bewerb. Ja. Umgekehrt vor allem. Ja. Da war ich noch jetzt beim Laufen schneller. Ja, nein, da bin ich mir was sicher, das Minimum. Das würde ich gern sehen, Peter. Aber das heißt, diese Umgebung mit Berg und Alpen, ja, und aussehbarer Tier und quasi direkt irgendwo in Wald abbiegen und coole Natur bringt schon viel. Ja, definitiv. Ich möchte da gar nicht mehr weg. Ich sage immer, Wien braucht mehr Berge. Es hilft einfach nichts. Ja. Wohl wahr. Als jemand, der jetzt da das Jahr ungefähr, weiß ich nicht, 100 Mal schon auf dem Bisamberg aufgekraut ist, kann ich das nur bestätigen. Liegst du nicht immer so heiß wie am Anfang? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist wieder Nasenweg. Kann man nur lieben. Super Nasenweg. Ja, dann bin ich für ein UTMB-Training vielleicht das ein oder andere Mal raufgelaufen. So 100 Mal in der Woche gefühlt. Sie haben schon immer gescherzt, dass ich dort mein Zelt aufgeschlagen habe und eigentlich nur noch dort schlaf. Basiscamp-Nasenweg. wie trainierst du umfangmäßig? Trainierst du jetzt, ich meine, deine Rennen sind ja von den Umfängen her eigentlich riesig, also 60 Kilometer ist Unterkante und, ja, weiß ich nicht, 200 Kilometer ist Oberkante. Momentan noch. Wie schauen deine Trainings aus? Weil das auch, ich habe jetzt gesehen, ein Longrun einmal über 80 Kilometer am Wochenende kann man schon machen. Ja, das war unser erster Teamlauf. Aber wie schaut dann die ganze Trainingswoche? Was ist dann die ganze Trainingswoche? 120 oder eher 160? Nein, ich habe jetzt die Woche nach 120 gemacht. Okay. Zum Beispiel die Woche. Aber weil ich ja gewusst, ich meine, habe gewusst, ich mache einen 8-Kilometer-Lauf am Wochenende. Also dann habe ich nur mehr einen gemacht am
am Freitag. Und aber unter der Woche diese langen Läufe ist halt, ist schwierig, weil da, wenn ich arbeite, geht schon auch, aber da muss man halt dann wirklich in der Nacht ein paar Stunden laufen. Das mache ich selten. Wie viele Läufe machst du dann die Wochen? 2, 4, 6? Momentan mache ich eher längere und mache dafür nur 3 oder so. 3 oder 2, aber dafür lange. Und wenn sie es mache, halt, wenn ich kürzere mache, mache ich 5. So. Definieren Sie bitte an dieser Stelle kurz und lang. Ja, das ist, da hat jeder so seine Definition. Also ich, lang ist einmal für mich ab 35. Aber immer mit Höhenmeter, also wurscht, ob kurz oder lang. Nein, es ist da schwierig. Also wenn ich da bei dir rausgehe, ich habe immer Höhenmeter dabei. Also vielleicht noch am Radlweg, aber das ist... Das aber hast du da 200 Höhenmeter oder hast du schnell einmal 1000 beieinander, weil... Also, ja, also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwo in die Berg laufen, dann sind einmal mindestens 2000 dabei. Also eben bei so einem langen, ja, machst du dann schon 2000. Wenn ich jetzt sage, na, heute mache ich eher flach, dann kann es sein, dass ich gerade 200, 300 habe. Weil dann ist das halt einfach irgendwo da am Radlweg und ja. Ja. Muss ich auch hin und wieder machen. Das freut mich zwar weniger, aber es gehört halt auch dazu. Ich sehe ihn, Peter, schon beim nächsten Gespräch mit dem Trainer dich zitieren, warum du das alles kannst und erfolgreich bist und er nicht. Nicht nur einmal. Ich werde die Parts vorher transkribieren. Oh ja. Wenn du von einem Trainer aus Niederösterreich einen Anruf bekommst, der dich schimpft, warum du den Peter so versaut hast, dann warst du Trainer. Du machst alles das, was ich auch machen wollte. Und jetzt lass es mich nicht mehr. Die sind alle blöd. Wie lange wirst du das machen? Puh. Solange es geht. Solange es geht? Ja. Solange es Spaß macht? Ja, Spaß muss selber machen und solange es mir gut geht und ja, wenn ich körperliche Beschwerden habe, mache ich das. Und immer nur just for fun oder sagst du da, hey, da gibt es diese, weiß ich nicht, Golden Trail Series oder da gibt es die sowieso Serie und da möchte ich... Nein, da habe ich jetzt eigentlich keine Ambitionen. Da okay. Muss ich sagen. Also du machst das wirklich lieber zum Spaß, mit Spaß, als dass du sagst, ich möchte mich da jetzt da einzwingen und sagen, boah, ich muss diese 7 Rennen in 2 Monaten runterknüppeln, Nein, also ich suche mir die Rennen so aus, wie es mir halt gerade, wenn ich denke, ah, da, die Landschaft hätte ich gern gesehen, die Bilder, die Videos schauen cool aus, der Lauf kommt, oder die Distanz ist ansprechend und mit den Höhenmeter dazu. Ich mag es ganz gern, wenn mehr Höhenmeter sind. Also, ja, nach dem suche ich eigentlich aus. Und mir halt dann noch. Ich weiß ja nicht, wie viele Fragen du noch, Flo, hast. Ich habe auf alle Fälle noch eine. Und zwar, ich lese auf die Antwort, was würdest du als Tipp für den Frühling mitgeben? Ich möchte dich zitieren. Zu Beginn der Laufsaison nimmt man sich oft zu viel vor und der Laufkalender ist gefüllt mit Events. Wichtig ist, dass man sich noch ein paar persönliche Highlights aussucht. Und auf die konzentriert man sich mit den Erholungsphasen. Genau. Die Zuhörer und Zuhörerinnen können jetzt sich... Das Interview jetzt und das Gesagte dann irgendwie zusammenführen. Ja, also jeder hat ja unterschiedlich lange Erholungsphasen. Ich meine, eine braucht längere, eine andere kürzere. Ja, deswegen, also ich hab auch ausreichend, für mich ausreichend. Okay. Das heißt, du hörst da keinen Widerspruch raus? Nein. Ich glaube, ihre Erholungsphasen nennt man Montag bis Mittwoch. Ja, schon ungefähr. Also, ich habe jetzt ja meine Highlights und da habe ich auch dann genug Pause, also für mich genug Pause dazwischen, glaube ich. Okay, und der Rest ist einfach nur Trainingsläufe und der Rest sind halt, ja, Trainingsläufe mit dem Team und dann halt ein paar, ja. Trainingslager auf Teneriffa. Aber die Wettbewerbe sind dann quasi wirklich Lückenfüller, die nicht wichtig sind.
Okay. Ja, wenn ich gerade das Wochenende Zeit habe und da nicht der Bewerb ist, dann mache ich das vielleicht nur spontan. Ich glaube, anders schafft man es eh nicht innerhalb von jetzt nicht einmal 4 Jahren von oder ein bisschen mehr von ein bisschen herumpummeln und die Hälfte laufen, die Hälfte gehen hin dazu, dass man da irgendwie ganz vorne mitläuft, oder? Also, ich glaube, das ist. Ja. Du musst halt dann auch irgendwie viel machen oder mehr machen, damit auch die Erfahrung sammelst und dann auch irgendwie die weißt, wie es die Dinge angehst, denke ich mal. Ja, wenn man dann so vergleicht, wie man es vor 2-3 Jahren gemacht hat, so bei seinem ersten Ultra und so, und wie man es jetzt macht, das ist halt schon mal was. Ja. Ich wollte eigentlich nur Danke sagen, dass du dir Zeit genommen hast für uns und das cool war. Ja, es hat mich auch sehr, sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann einmal auf den Trails, zumindest in Österreich, weil da sind wir auch öfter unterwegs. Ja, mir hat es auch voll gefreut. Wirklich, danke für die Einladung, für das Interview, war echt.